Sie haben es bereits wahrscheinlich auch gesehen. Aber nun amtlich das Endergebnis der Bürgermeisterwahl hier bei Wiesenthal bekannt geben. Wahlberechtigte haben wir 7090. Gewählt haben 3511. Mitwahlschein 558. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 49,52%. Ungültige Stimmen hatten wir 12, das entspricht 0,34%. Gültige Stimmen 3499, gibt 99,66% gültige Stimmen. Diese Stimmen verteilen sich auf die Kandidaten Augustin Marius, 15 Stimmen mit 0,43%, Tietjen Maik, 31 Stimmen mit 0,89%, Fischer Dietmar, 2211 Stimmen mit 63,19%, Koch Christopher, 1237 Stimmen mit 35,35%, und zusammengefasste Bewerber, die so auf dem Wahlzettel stehen, 5 mit 0,14%. Damit ist neu gewählter Bürgermeister von Bad Nietze, und ganz herzliche Gratulation, Herr Dietmar Fischer.